Herzlich willkommen wieder zu... Mann. Ja, nochmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Tekken 6 Kampagne. Ich beginne heute mit Lars. Gestern hatte ich Bob Heihachi besiegt und Lei hatte mir gestern als Partner. Da wo das G ist. Wo jetzt... Genau da. Das ICPO-Niederlassung. Und ich beginne heute hier weiter. Genau bei dieser Ecke. Ich bin gespannt, wer kommt. Als Gegner. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ach, und ab heute spiele ich nicht mehr mit Eddie. Jetzt werde ich ab und zu mal mit Lars und Bob spielen. Und am meisten mit Leo. Der Dojo für den traditionellen Kazama Nati Kampfstil. Den hat bestimmt ein entfernter Verwandter von Jin aufgemacht. Egal. Jetzt nochmal, ich werde jedenfalls ja auch mit Lore, Lily und Leo spielen. Ab und zu mal mit Lars und Bob. Naja, dann gehe ich jetzt los, bevor die Zeit abgelaufen ist. Also wir wissen schon mal, ein Verwandter von Jin. Bekommen wir als Gegner. Das kann Lee sein, das kann Asuka sein. Oder habe ich jemanden gerade vergessen? Den nehme ich aber gerne. Oh, das tut doch weh! Da ist die Waffe. Na toll. Nein. So. Mann. Kommt denn jetzt her? Hey, lass doch mal den schießen. Was? Au. Möchte den Geld einsammeln, geht doch. Weiter geht's. Hier steht irgendwas Chinesisches. Azuka. Okay, wir wissen, Azuka ist der Endgegner. Cool, dann werde ich auch ab und zu mal mit Azuka spielen. Also wenn ich da hinten richtig stehe, sind da drei Gegner, die sich schon mal bereit machen, uns anzurennen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, den nehme ich gerne mit. So. Falscher Knopf.
Oh ne, doch nicht. Sind keine Gegner. Oh. Bin so gemein. Mano. Oh, Schatz. Einen Schatz. Den habe ich schon schätzen gern. Ich glaube, jetzt kommt Asuka als Gegnerin. Oder? Ich hatte ja nur die Wahl nach der Hand gegeben. Ichima? Ja, sie hat Sport gemacht. Hey, ich habe dich schon mal gesehen. Willst du den Dojo zerstören? Ja, aber natürlich. Warte, bist du ein Mitglied der dieses Dojos? Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Und jetzt wird sie geil ausgepeitscht. Entschuldigung. Asuka, nimm sie bitte nicht hart ran. Sie ist noch jung. Boah, nervt mich. Nochmal das Geld mit. Oh no, weil dieser Winkel, diese Kamerawinkel sich gerade blöd gedreht hat. Mann. Jetzt ist der Schatz weg. Wieso muss er sich gerade scheiße bewegen? Also drehen. Oh. Nee, ehrlich, das ist halt so. Alisas Tagebuch. Asuka Katsama, eine Aushilfslehrerin des Dojos, konnte uns keine sachdienliche Hinweise zu Jin Kazama geben. Ich habe nicht verstanden, was sie damit meinte. Jins Hintern grillen zu wollen. Vielleicht ist das eine Art besonderer Zärtlichkeit. Okay, ich lese nicht mal weiter, ich habe keine Lust mehr. Achso, ich bin aufgefallen. Wieso steigt nur Alisa auf und nicht Lars? Jo, Ernie, mein Fuß ist gerade eingeschlafen. Ja, Stage Nummer 1, geschafft. Jetzt spiele ich mit Leo. Asuka Faden Bob. 9 Minuten schon. Naja, genau. Jetzt. Ich bin gut. Ich nehme jetzt den hier und den daneben. Also der, wo auch Richtung zu Bob geht. Also den rechten. Blauen. Nicht den grauen. Blau, grau. Blau, nicht grau, doch. Ich glaube, ich schalte ein bisschen mit den Reden. Ist mir auch heute schon auf Arbeit aufgefallen, aber egal. Interessiert keinen. Was? Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Keine Menschenseele weit und breit. Dann, alles du. Yeah!
Wow. Immer noch, dann schlägt man nicht die Herren. Das sind die kleinen Weibern hier. Chileo. Chicken, chicken, chicken. Das waren ja keine Gegner. Das habe ich unschuldig gerade ermordet. Egal. Dann sage ich nur RIP. Oh. Toll. Oh, gucken. Ey, nicht auf den. Dann nehmen wir noch mehr. Weibliche Gangbang-Party oder was? Oder wollt ihr nur Pyjama-Party machen? Oh, dann wird das ja mal was. Nur einen Schlag in die Fresse und der wurde platt gemacht. Von einem Mädchen! Ah, Entschuldigung. Ich würde gerne wissen, wer ich als Gegner bekomme. Oh, nicht die schon wieder. Diese komischen Fake-Wolverine-Bora. Oh nein, Bretter sind umgekippt. Ey. Ihr seid nicht Wolverine? Ja, übertreibt doch! Au. Die übertreiben wieder! Okay, das war lustig, aber guck mal, wie übertrieben das gerade war. Ach, da ist Leos Hand. Ich wollte gerade sagen, hat er jetzt eine Hand verloren? Aber trotzdem, das war jetzt gerade überall übertrieben mit dem Gegner. Guck mal, Chester! Nicht eingeladen? Und Alita tritt jetzt fast mehr auf deine Lebenspunkte auf. Nicht hängen. Au. Ach, sind das gerade Anfänger oder was? Alisa, greif doch mal mit an. Das sind Luschen. Ich setze den Typ daneben zu nehmen, nein. Denk bloß nicht daran. Mann, übertreibt doch mal nicht. Danke, Alistair. Du blöder Kuh! Was klappst du mit dem Lebenspunkt? Wenn wir jetzt neben diesem Stage verlieren, ist es deine Schuld. Wir hören auf, als ob hier denkst du, bla bla bla.
Sag mal, Feuer! Okay, da hast du nicht. Ey, diesen Stage werden wir locker verlieren. Das war mir so 100% klar, weil die dumme Alisa diesen scheiß Küken geklaut hat. Gurgenloser Roboter. Ich möchte eine Partner oder Partnerin mit Verstand und Gehirn. Oh, anstatt mal die Dame zu nehmen. Die war grad näher dran. Warte mal, habe ich da gerade Fan gesehen? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe Fan gesehen. Hey. Ja, aber waren aber noch nicht da, oder? Okay, dann hat sich nur Outfit gelohnt. Aber oh, ich bin reich. Vicky kommt. Hallo? Hallo? Hier ist Leo. Ah. Komm, Gegner weg, gleich neuer. Aber ich glaube, mit diesem Outfit hat sich... Ja, ich denke mal, es ist Fanklum. Das hat mir schon ein bisschen verraten, dass es er ist. Aber er war da vorhin zweimal nicht da, oder hat... Da habe ich das gar nicht gesehen und alle Taten gesehen. Thank you.
fängt, richtig. Ja. Du wagst es, mein Training zu stören? Ja. Hey. Oh, die nehme ich gerne. Bleib da hinrennen. Übertreib doch! Das letzte Mal dann... Leo, nimm doch einfach! Das ist Zeitverschwendung, was du machst! Jetzt greif doch mal den Kackgegner und nimm den in der Nähe! Und Alisa, ich sag dir jetzt zum allerletzten Mal, achte auf deine Lebenspunkte. Mann. Ich hasse in die Luft zu kämpfen. Oh, noch mehr. Oh, jetzt kommt die Fact Wolverine. Combo Fan. Jetzt aus. Mann. Ja, klar. Alisa. Was machst du von der Absicht? Wenigstens der nett und direkt und hat uns eine Chance. Meine
weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ich bin echt nur durch, fix und fertig, müde und kaputt und keine Lust mehr. Wehe, ist die Waffe weg. Wehe, ist sie weg. Hallo? Ich habe ihn fertig gemacht. Yay. Yeah. Okay, noch ein Level mache ich für heute nicht mehr. Ja. Dafür bin ich heute viel zu müde. Und es geht ja auch schon fast wieder eine halbe Stunde lang. Weil ich diese Kacke jetzt schon viermal, also ich sag's ja, ich hab's heute mit den Reden. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Dann mache ich morgen die zwei Level, die ich habe, besonders rechts, ganz rechts, werde ich morgen gleich als allererstes machen, wenn ich daran denke, für R spielen. Ja, danke fürs Zuschauen wieder. Dann bis morgen. Ciao.